So, da habe ich gerade und so, da habe ich ge Mann. Gut jetzt. Fertig. Hi Leute und willkommen hier bei Mi Uppercat. Ich will mit euch heute eine neue Kamera, eine neue Wi-Fi-WLAN-Kamera einrichten. Und zwar das Ding hier. Die kommt von, hier steht es oben drauf, jeder kann es lesen, von Xiaomi. Und ja, ich bin sehr gespannt. Die habe ich mir selbst gekauft, denn die war richtig günstig hier bei AliExpress. 17,35 €, denn ich will hier mein Zuhause in einen Überwachungsstaat verwandeln. Der Kater, der darf keinen Pups mehr lassen, ohne dass ich das sehen kann. Nee, Spaß beiseite. Ich brauche einfach noch ein paar Kameras und die hier sind günstig. Und ich habe gelesen, ja, die sollen auch ganz gut sein. Von daher einfach mal bestellt hier. Xiaomi kennt man ja, Smartphone-Hersteller, und die stellen auch ganz, ganz viele andere Geschichten her. Und dann dachte ich mir, ja, probieren wir es doch einfach mal aus. Für 17 Euro kann man nicht viel verkehrt machen. Ich verlinke euch die Kamera hier unten auch in der Videobeschreibung, wenn ihr die später mal selbst ausprobieren wollt. So, genug der Vorrede. Wir legen direkt mal los. So ist das Ding angekommen. Kleine Verpackung, natürlich hier alles schön auf Chinesisch geschrieben. Ist bei mir leider etwas eingerostet, aber ich kann sehen, funktioniert ab Android 4.2 und ab iOS 8.0. Und wir haben hier Wi-Fi 802.11, BGN und 2,4 GHz. Das heißt, wenn ihr 5 GHz nur als WLAN habt, dann klappt das hier nicht. Also man braucht ein 2,4 GHz WLAN dafür. Natürlich auflösungsmäßig 1080p Auflösung, man hat hier eine Gegensprechfunktion, Bewegungserkennung, ja schön, dass es Bilder gibt, steht natürlich auch hier drunter. Und was haben wir noch? Nachtmodus, hier man kann auf SD-Karte aufzeichnen und sich das später anschauen und es gibt natürlich eine entsprechende Smartphone-App dazu. Und ich habe mir hier sofort mal noch den EU-Stecker-Adapter mit dazu bestellt, hat dann glaube ich noch 1 € mehr gekostet, damit ich das auch sofort anschließen kann. So, und Ziel dieses Videos ist, das Ding mal einrichten und schauen, ob das was taugt, aber na, ich sehe, ich brauche ein Messer. Ich mache ja hier die große Kameraüberwachung, da wir dieses Jahr hier einen größeren Urlaub planen und ich bin zum ersten Mal über 2 Wochen lang weg und will natürlich da alles im Blick behalten, was zu Hause los ist, und dann brauche ich halt für alle möglichen Ecken hier mal eine Kamera. Und für so einen kleinen Preis kann man sich da auch einige mal bedenkenlos bestellen, vorausgesetzt das Ding taugt auch was. So, was haben wir denn da alles drin? Einmal auskippen, die Packung, die ist leer. Und dann haben wir einmal, hier steckt die eigentliche Kamera drin. Die hat so ein interessantes Design, finde ich. Die ist einmal so komplett würfelförmig und hat noch einen Standfuß da integriert. So, raus damit. Da sehen wir das Teil. Hier ist noch eine Schutzfolie drüber. Hinten haben wir den Anschluss. Einmal einen USB-Anschluss. Wofür ist der denn gedacht? Keine Ahnung. Dann haben wir da hinten, ich schätze mal, einen Reset-Button, oder? Das könnte das Mikrofon sein. Dann hier Lautsprecher in Häuschenform. Schön. Und hier unten Micro-USB für die Stromversorgung. Mehr sehen wir nicht. Mache ich mal hier in die Schutzfolie noch runter. Wir haben natürlich einmal dann hier die 1080p-Kamera. Oben drüber, ich denke mal, das ist das Infrarotlicht, also der Infrarotscheinwerfer für die Nachtsicht. Und das hier wird bestimmt die Bewegungserkennung sein, vermute ich jetzt einfach mal. Und hier unten drunter haben wir einen QR-Code, den braucht man wahrscheinlich für die Einrichtung. Und wenn ich hier mal so dran ziehe, ich glaube, ja, da sieht man es, da ist dann der verstellbare Standfuß noch drunter. Und hier unten, dort kommt die Micro-SD-Karte rein und da haben wir noch einen Setup-Button hinterlegt. Und, ah, hier, cool, schaut mal, ein Magnet, der wird hier auch noch dran sein. Und, ja, drehbar ist die auch. Wunderbar, also erster Eindruck ist doch schon mal gut. Ich vermute mal, man kann das Ding vielleicht auch irgendwo dann ja an eine magnetische Fläche oder an den Kühlschrank oder so dran klatschen. Und wenn ich es jetzt hier zumache, dann greift der Magnet da auch nochmal rein, dass das solide zuhält. Oh, so vom ersten Eindruck her ist ein schöner kleiner Würfel. Doch, gefällt mir schon mal. Dann haben wir einmal hier die kleine Anleitung. Und die ist, ja, da ist alles auf Chinesisch, Chinesisch, Chinesisch mit einem QR-Code, der uns hoffentlich dann zur entsprechenden App leiten wird gleich. Und die wird dann auch zumindest mal auf Englisch sein, hoffe ich doch mal. Schauen wir, was wir hier noch drin finden. Da dürfte eigentlich nur noch das Micro-SD-Kabel drin sein, also USB auf Micro-USB-Kabel, besser gesagt. Ganz genau haben wir hier ein schönes Flachbandkabel. Schön, Flachbandkabel mag ich, da bin ich ein großer Fan von.
Und das ist auch ein, wow, das ist ein langes Kabel. Ich messe mal eben. Ja, also Mi Apple Cat Armlängenmessung. Ich würde sagen, das sind mal gute 2 Meter an Kabel, die hier dabei sind. Und dann haben wir hier noch unser Netzteil. Natürlich hier kein deutscher Stecker, aber ich habe ja den Adapter dabei. Schauen wir mal hier rum, ob wir auch erkennen, wie viel Leistung hier rauskommt, ob es da vielleicht irgendwo steht. 5 Volt 1000 Milliampere, also ja, ein 5 Volt Netzteil. So ein kleines Netzteilchen, wie es bei den iPhones immer noch dabei liegt. Und schauen wir mal hier den Adapter. Den können wir draufstecken. Schade, der ist in schwarz. Da bricht sich hier die schöne weiße Optik. Der wird einmal drüber gesteckt und dann können wir das auch hier in unsere EU-Steckdosen reinstecken. Ja, und er hält gut. Das ist schon mal eine feine Sache. Dann werde ich als nächstes mal den Strom anschließen. Eingesteckt habe ich es schon. Einmal hier hinten rein. Mal schauen, wir bekommen bestimmt einen schönen Ton. Na, Lebenszeichen. Zumindest mal, ah, was Klacken gehört. Und hier hinten ist ein orangenes LED-Lichtchen angegangen. Gut, dann legen wir mal los mit der App. Ich öffne mal die Kamera und scanne mal hier den QR-Code. Mal schauen, was wir dort bekommen. Ja, in Safari öffnen. Ah, da ist mal wieder alles in Chinesisch. Ich drücke einfach mal irgendwo drauf. Mal schauen, was passiert. Ich würde doch gerne in den App Store geleitet werden. Also ich verstehe hier nur Chinesisch, von daher breche ich das mal ab und wir gehen in den App Store und ich suche einfach mal nach Xiaomi. Denn es gibt eine App, habe ich gelesen, die Xiaomi Home App. Oder die Mi Home App. Ja, laden wir die einfach mal runter und schauen mal, ob wir das damit eingerichtet bekommen. So ein bisschen Experimentierfreude ist hier halt immer noch mitgegeben, wenn man bei AliExpress bestellt. Dafür sind die Sachen halt echt, echt günstig. So, wir warten mal. Und das ist wohl die richtige App. Schaut mal hier das App-Icon Mi Home, wie das ausschaut. Na, da seht ihr es. Und hier hinten auf der Packung haben wir dann auch stehen, wo habe ich es denn gesehen? Hier unten. Works with Mija. Oder Mija, wie auch immer. Auf jeden Fall ja das gleiche App-Icon. Also da sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Ich öffne mal die Mi Home App. Und wir schauen, dass wir hier Darf Mi Home auf deinen Standort zugreifen. Ja, beim Verwenden der App sage ich mal okay. Möchte die Mitteilungen senden? Ja, erlaube ich auch mal. Und dann muss ich hier erstmal mich natürlich registrieren. So, nach erfolgreicher Registrierung muss man nochmal die E-Mail bestätigen und dann kann es losgehen. So, da habe ich gerade noch was Wichtiges herausgefunden. Man muss hier im Profil nämlich noch eine wichtige Einstellung vornehmen. Und zwar, ja, hier in den Einstellungen müsst ihr als Hauptland hier bei der Ländereinstellung China auswählen, beziehungsweise wenn man China nicht findet. Ich habe jetzt hier Hongkong ausgewählt, denn nur dann klappt das auch mit der Einrichtung, wie es ausschaut. Denn dann gehe ich nochmal hier auf Zuhause, Gerät hinzufügen und dann finde ich auch hier oben Xiaofang Smart, das ist eindeutig hier unsere Kamera hier oben die. Und dann kann ich die auch mal auswählen. Dann haben wir hier nochmal stehen, Gerät anschließen. Unten den Setup-Button soll ich anschließend drücken. Also wir drücken nochmal hier unten den Setup-Button. Und das Gerät fängt an zu reden. Und die Sprachaufforderung habe ich dann gehört, kann das bestätigen. Gehe einmal auf Weiter. Dann kann ich hier mein WLAN nochmal einstellen. Ja, ist ja gut. Dann gehen wir nochmal auf Weiter. Da war noch der Hinweis, dass das nicht mit 5G-Netzwerken funktioniert. Und dann müssen wir den QR-Code mit der Kamera einmal hier scannen. So, sie ist am Reden, also hat es wahrscheinlich funktioniert. Ich gehe auf erfolgreich gescannt und gehört. Und jetzt wird hier munter verbunden und ich bin gespannt, ob es dann auch sofort funktioniert. Okay, die Kollegin hier ist am Reden, also hat es wohl geklappt. Gerätestandort auswählen, dann mache ich das mal hier auf Wohnzimmer. Einmal auf OK bestätigen. Gerätename, Xiaoruf, Smart Kamera, ja, ich nenne sie einfach mal Smart Kamera 1, denn ich habe noch eine zweite bestellt und gehe dann mal auf OK. Jetzt kann ich hier direkt das Gerät teilen, dass auch jemand zweites da Zugriff hat. Dafür muss ich ja Telefon, Mi-Konto-ID oder eine E-Mail eingeben, mache ich aber später und sage hier, los geht's. Tja, und jetzt hat es funktioniert, also irgendwie, ihr seht, ich bekomme hier angezeigt, ich habe es noch umbenannt auf Wohnzimmer wieder. Ich bekomme das hier angezeigt, wenn ich aber drauf gehe, steht da auch Device Online
und ich gehe drauf, Gerät konnte nicht initialisiert werden. Immer wieder die Fehlermeldung und ich bin schon fast verrückt geworden. Ich habe hier die Initialisierung, die Einrichtung, glaube ich, 4-5 Mal gemacht, bin immer wieder aufs Profil gegangen, in die Einstellungen rein, habe hier die Länderkennung geändert. Und zwar hier bei Ländereinstellungen. Ich habe hier alles Mögliche versucht. Europa, Singapur, USA, sonstiges. Ich habe es nicht zum Laufen bekommen. Habe es dann nochmal hier auf Hongkong umgestellt. Und es funktioniert eben doch irgendwie. Nur nicht über diesen Button hier. Schlag mich tot, ich habe keine Ahnung, weshalb. Hier oben steht zu Hause eine Fotokamera. Hier oben das kleine Zeichen. Und wenn ich da drauf gehe, dann... Ja, dann bekommt man hier ein Bild. Ich gehe mal auf Play. Da bekommt ihr hier auch ein Live-Bild von mir hinter der Kamera. Ja, es funktioniert eben doch, aber nur über dieses kleinere Interface hier. Komisch, oder? Ich kann natürlich auch hier in den Querbild-Modus reingehen und jetzt verdecke ich hier alles. Da könnt ihr das sehen, wenn ich hier ein bisschen rumschwenke. Ja, also klappt. Live-Bild funktioniert, aber fragt mich mal, warum das jetzt hier nur so klappt. Ich habe keine Ahnung. Aber eine Ahnung habe ich jetzt eben noch. Ich habe ja eben gesagt, hier hinten der eine USB-Anschluss. Ich habe keine Ahnung, wofür der ist. Der ist dafür gedacht, dass man zwei von diesen Kameras per USB-Kabel verbindet und die quasi gegeneinander stellt und hat dann ja, fast eine 360-Grad-Ansicht oder, naja, gut, 360 nicht, aber so 180 Grad, denke ich, wird man da in etwa schon mit abdecken können. So oder so, das war eine ganz schöne Fummelei, also merkt es euch, Land auf Hongkong umstellen und dann klappt es allerdings nur über ja, dieses Interface hier. Aber immerhin, es funktioniert, das ist ja die Hauptsache. Bildqualität, ich muss mal schauen, ob ich die noch ein bisschen besser einstellen kann. Das sieht schon relativ ja, grisselig aus hier im Moment. Aber wir schauen einfach mal. Das wäre es gewesen für dieses Video, Freunde. Hat lange genug gedauert, das Setup hier der Xiaomi-Kamera. Ich bin heilfroh, dass die überhaupt jetzt klappt. Ich habe nämlich schon eine zweite bestellt, ohne die getestet zu haben. Und wenn die da ist, werde ich das auch nochmal zusammenschließen. Werde die eine ganze Weile benutzen. Und dann kommt ja auch irgendwann ein Follow-up-Video, wo ich dann meinen Erfahrungsbericht hier mit dieser günstigen Kamera zum Besten gebe. Bis dahin sage ich aber vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei MiAppleCat. Macht's gut. Gott sei Dank hat das noch funktioniert. Mann, Mann, Mann. Du kleine Kamera, machst es mir schwer.